Willkommen zurück zu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Wir sind jetzt hier bei den Piraten. Und okay, ich habe ein Safe State gesetzt, wollte ich nur mal nachgucken. Und hier haben wir den Stern und Johnny. Du bist also der Mario. Da gibt es nicht viel zu sehen. Nun, dieser Stern fiel in mein Meer, also ist es meins. Wenn du ihn haben willst, musst du dafür kämpfen. So, hier haben wir Johnny. Und Bandana Blues. Okay. Das ist schon nicht ohne, ich weiß, mit dem hatte ich auch viele Probleme. Schauen wir uns mal die neue Superflamme an. Nur 35. War wohl nicht so toll. Vor allem auf Mario haben die es sehr abgesehen. Da haben die nämlich schon wieder hier 60 abgezogen. Es ist doch nicht zu glauben. Bringt das was? 44, ja, irgendwie. Es bringt schon irgendwie was. Nur leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass Mello in diesem Kampf vielleicht ziemlich gut ist. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann versuche ich das mal mit Mello. Statt Gino. Peach Sign ist bei Bossen zu nützlich, um darauf zu verzichten. Wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Auch Mario und Peach greifen Bandana Blues an. Dann sind die nämlich weg. Gino Johnny. Get tough. Jetzt ist er rot. Warum genau die Heilerin, ey? Thank you! Okay.
Ich habe halt aber die Befürchtung, dass wenn ich den hier besiege, dass dann wieder ein neuer kommt. Das macht auch fast gar keinen Schaden mehr. Bitch Slap! So. Aber ich habe das Gefühl, wir halten durch. Was natürlich nicht schlecht wäre. Ich bin mich hier mal wieder voll am Konzentrieren. Starker Endgegner. Ich will hier das Timing bei den beim Abwehren nicht verkacken und auch beim Angreifen nicht. Aber uns fehlen auch nicht mehr viele Sterne, ne? Wir haben schon über die Hälfte von 7. Das Spiel ist halt einfach nicht lang. Oh, Mist, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Und Peach hat nochmal Glück. Nicht schlecht, Kumpel. Wie gefällt dir das, Mario? Mario gegen mich. Willst du es aufmischen? Dann hab Spaß und schön für dich. Und auch schön für dich. Nun dann, hier kommt mein Backup. Okay, wir haben jetzt Background-Tänzer. Ist es nicht toll? Ja, muss ich erstmal meine FP wieder auffüllen. Get a freebie. Sehr schön. Ach komm, mach Max Mushroom.
Vielleicht kriegen wir einen Freebie. Nein. Schaut mal, wie viel Schaden er macht. Das ist doch nicht feierlich. Der hat nichts gemacht, okay. Super Flamme. Naja, ich kann ja mal gucken, wie viel das bringt. Super Jump kann ich auch noch mal machen. Ja, beides ungefähr gleich stark, würde ich mal sagen. Items kann man sich wieder kaufen, da muss man nicht sparsam sein. Scheiße. Ja. Dann, wie gesagt, ich versuch's mal mit Mellow. Muss ja auch taktisch sein, ne? Man muss nicht immer die ganze Zeit ein Team für alles haben. Ach, passt schon. Dann ist meine Taktik jetzt futsch, ne? Dass Gino angreift. Naja. Ich mach trotzdem erstmal die alle hier weg. Das ist sehr gut. Ich habe das ja noch nicht mal hingekriegt. Das wäre jetzt nur sehr nützlich. Eine spätere Attacke, die Mellow lernen kann, die wäre hier hervorragend. Ich glaube, Gino ist doch besser. Weil der macht so viel Schaden mit einer Attacke. Und Psychopath ist halt auch nur, um zu gucken, wie viel der noch hat. Aber das bringt mir dann ja auch nichts, ne? Immer dieses blöde Ding an meinem Kopfhörer fällt mal runter von meinem Schreibtisch. Bleib da liegen und alles ist gut, so. Gruppenkuscheln oder reicht Therapie? Ich würde mal sagen, dass sie reicht.
Wir haben uns jetzt auch schon fast den ganzen Part lang hieran versucht, aber der Typ ist halt auch stark. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Zufall war, auswendig, aber vielleicht kommt dieser Duellmodus, wenn man all seine kleinen Schergen hier besiegt. Und dass wir das dann noch vor, davor hinkriegen, bevor der dieses Taffen abmacht. Das wäre sehr gut. Weil ansonsten haben wir dem ja gar keinen Schaden gemacht, fast. Das hat er auch noch gar nicht gemacht. Ui. Das war aber gar nicht schlecht. Das macht lieber Peach, die ist für sowas da. Das war wohl dann doch nur Zufall, dass das so war. So, ich hab Geduld. Solange du einfach zu besiegen bist, ist alles in Ordnung. Da zieht der mir einfach mal 40 ab, das ist doch nicht zu glauben. Get tough. Ugh. Ich habe gehofft, dass das nicht passiert. Natürlich, das hier kommt nur, wenn der das gemacht hat. So, würde ich sagen, das sind gute Voraussetzungen. Ja, komm. Dann mache ich hier nochmal ein Save State. Schau mal, ob ich das hier erreichen kann. Ich habe das Gefühl, Super Jump war die bessere Alternative. Weil es weniger FP verbraucht. Und im Grunde genauso viel Schaden macht. Okay.
Jetzt hätten wir es alles wieder von vorne machen müssen. Durch diese Szene kommen wir sowieso nicht durch. Da macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob wir Mello dabei haben oder Gino. So, der Mid-Mushroom ist auch schon ziemlich gut. Er heilt auch alles, was ich habe im Moment. Er setzt noch einmal aus, das ist sehr nett von dir. Okay, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Habe ich was Schönes, was beides heilt? Irgendwie nicht, nee. Aber ich habe das Gefühl, Leben ist vorrangig. Denn sonst wäre ich jetzt tot. Oder so. Vielleicht. Ja, sowas von. Null, sehr schön. Null ist ja immer, wenn man das Timing perfekt schafft. Und ich bin mich hier so am Konzentrieren, dass ich das richtig schaffe. Das glaubt ihr gar nicht, denn ich mag diesen Gegner gar nicht. Aber ich habe genügend Pilze und ich krieg immer mal wieder was zurück. Das ist auch schön. Ah nein! Egal, nicht so tragisch. Ich krieg sogar ziemlich oft was zurück, das freut mich. Den nicht. Im Grunde habe ich jetzt nur einen verloren, ne? Wenn das so weitergeht, dann, habe ich gar nicht mal so schlechte Karten, glaube ich. Dann mache ich hier nochmal einen Zwischen-Save-State. Man weiß ja nie, wann man mal einen brutalen Fehler macht. Ja, ich nehme nochmal hier diesen Pilz. Der heilt so viel, das ist ziemlich, ziemlich nice. Wenn man bedenkt, dass der Johnny einem richtig viel Schaden macht, kann man da wirklich froh drüber sein, dass die einem die nochmal kurz davor verkauft haben.
Schade nur, dass die Sirupe... Sirups? Keine Ahnung. Einem nicht so viele FP heilen. 10 ist da schon ein wenig mager. Ach, wisst ihr, ab diesem Safe State machen wir dann im nächsten Part weiter. Da haben wir immerhin heute ein wenig Fortschritt gemacht. Also bis zum nächsten Mal bei Super Mario RPG. Ich weiß, ein komischer Ort zum Aufhören, aber so ist das halt eben. Tschüss.